Servus und herzlich willkommen im Harmonika-Haus Limex Center Oberpfalz. Auftaktoptionen beim Max Groove. Was ist das? Was steckt dahinter? Ich erkläre es euch in diesem Video. Ihr kennt ja die Situation, ihr möchtet ein Lied mit einem Basslauf beginnen. Aber ihr wollt auch das Groove nutzen. Also muss ich das Groove aktivieren im Badge. Und sobald ich einen Bass drücke, will das Teil ja loslegen. Dann würde das ungefähr so klingen. So, das Ganze kann man nun viel eleganter und schöner lösen. Ich wähle das Patch nochmal neu aus. Tippe hier am MC12 auf den Stern. Dann leuchtet oben ein grünes Licht. Nun kann ich mit einem Auftakt beginnen und das Groove macht bei jedem Bass, den ich spiele, einen Oktavgriff dazu. Dann klingt es so. Das ist die eine Möglichkeit. Ich beginne mit einem Basslauf und mein Groove, der virtuelle Akkordeonist oder steirische Spieler, macht einen Oktavgriff zum Basslauf. Oder ich kann sagen, nee, ich möchte rein mit dem Bass beginnen und mein Groove soll dann erst einsetzen, wenn der erste Akkord kommt. Das ist auch ganz einfach zum Handeln. Ich drücke die Select-Taste links, halte diese, tippe jetzt auf den Stern und oben erscheint jetzt kein grünes, sondern ein rotes Licht. Nun kann ich mit dem Basslauf beginnen und der Groove setzt erst beim ersten Akkord ein. Ja, zwei tolle Funktionen, wie ich finde. So oft kommt ja das nicht vor, dass man mit einem Basslauf beginnt. Wenn man das machen will, wenn ich das ganz genau nehme, kann ich diese Funktionen nutzen und mit Sicherheit wieder eine Riesenbereicherung für das MPRX mit Max Groove. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch wieder bei mir. Ich sage es auch immer wieder, bitte gleich unten auf Abonnieren klicken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, Limex MPRX, Max Bassist, Max Gitarrist, Max Groove mit den neuen Auftaktoptionen. Ich sag's euch, macht richtig Spaß. Servus!